Hallo. Ich hab auf Fortfahren gedrückt. Das ist aber nett. Hallo, liebe Nina, sehr schön, dass du auf Fortfahren gedrückt hast und noch dazu heute hier vor der Kamera bist für mich. Das war gar nicht so einfach, einen Termin mit dir zu finden. Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Interviewreihe Wertevoll. Drei Fragen an inspirierende Menschen zu Werten, Wertschätzung und wertvoller Leben. Und heute habe ich es echt geschafft, mit Nina einen Termin zu finden. Es ist 9 Uhr morgens. Wir haben noch 12:30 noch gechattet hier. Und trotzdem sind wir beide wieder fit vor der Kamera für dieses Interview. Und ich freue mich riesig, Nina, dass ich dich hier als Gast haben darf. Ich habe mich bei der Vorbereitung auf dieses Interview so gefreut, dass wir beide uns bei Woll gefunden haben, Anfang des Jahres, 12 Wochen Woll. Über 3.300 Frauen und Männern aus dem Dachraum, die das Thema Working Out Loud, Frauen stärken, als Projekt gemeinsam machen wollten. Unter diesen vielen Menschen haben wir beide uns gefunden, weil du Interviews geführt hast mit Teilnehmern, mit wertvollen, tollen Menschen aus dem Projekt und die sichtbar gemacht hast. Und das ist ja auch dein, wir haben auch ein Interview gehabt, aber das ist ja auch deine Positionierung, deine Passion, dein Leben. Du hast so viele Facetten, kannst du gleich bitte selbst sich vorstellen. Aber was man im Internet von dir sieht, ist Kommunikation klipp und klar. Ich finde das wunderbar, klipp und klar zu kommunizieren. Du machst Menschen sichtbar und schaffst wertvolle Verbindungen als Kommunikationsprofi, habe ich gefunden, ne? Aber stell dich bitte selbst mal vor, wie bist du dazu gekommen? Was ist dein Why? Warum Kommunikation? Bitte schön. Genau, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Vielen Dank für deine Einladung. Ja, mein Name ist Nina Mühlhens und ich habe tatsächlich die Kommunikationsberatung Nina Mühlhens Kommunikation Klipp und Klar gegründet in meiner Elternzeit, weil ich einfach überlegt habe, wie kann ich vielleicht auch anderen Menschen das, was ich bei Gelbe Seiten mache, nämlich das Thema Kommunikation und Positionierung auch anderen Unternehmen mit zugutekommen lassen und funktioniert das eigentlich? Und das tut's. Und mein Fokus liegt eben da auf der Arbeit, Geschäftsführer, Einzelunternehmerinnen, Einzelunternehmer, Geschäftsführer sichtbar zu machen, als Marke zu positionieren und eben auch entsprechend zu kommunizieren. Das ist einmal im Bereich mit den klassischen Medienformaten, aber auch eben über Social Media. Und dann habe ich ja noch andere Hüte auf, aber die haben wir ja gesagt, machen wir im Nachgang. Ja, wir haben ja kurz gesprochen und dann gesagt, jetzt müssen wir langsam mal das Interview anfangen, sonst wir reden über deine vielen interessanten Hüte. Wir machen noch mal ein extra Interview, weil du hast so viele tolle Projekte. Du kannst es ja trotzdem mal kurz sagen, Genau, also ich. was wir in Zukunft sprechen werden, ja? Genau, also ich bin zudem eben Pressesprecherin bei Gelbe Seiten Marketinggesellschaft und spreche dafür die Marke Gelbe Seiten National und habe gleichzeitig ein weiteres Unternehmen gegründet mit meinem Co-Founder Siegfried Baldauf im letzten Dezember, das aus dem Hackathon Wir für Schule im letzten Jahr entstanden ist und auch gar nicht so geplant war. Also man sieht, es gibt auch viele spontane Dinge, die sich so im Leben ereignen und passieren, Ja. vor denen man sich aber eben auch nicht verschließen sollte, sondern eben auch offen sein sollte, um wirken zu können. Und das ist eben ein Thema, wo wir in Schule aktiv sind und das Thema Bildung ein Stück weit mit vorantreiben. Okay, das war nur eine von Facetten von, ne? Okay, aber das ist auch ein schönes Thema, was wir auf jeden Fall machen mit Sozialhelden zusammen, dass wir da nochmal drüber sprechen, ja? Weil genau um diese kleinen Helden geht es, die Ansporn sein können, Inspiration für Menschen wie dich, ja? Mich und die nicht auf den Hochglanzprospekten erscheinen. Deswegen, das ist ja meine Motivation, zu kommunizieren, dass es wunderbare, ganz tolle, inspirierende Menschen gibt, die Mut machen und die kleinen Alltagshelden halt, sage ich mal, klein, ohne Bewertung, ne? Einfach Mut machen und die gibt es und jeder kann das, jeder kann das sein. Ja, okay, gut. Also, vielen Dank. Jetzt darf ich mit der ersten Frage anfangen. Ist das okay für dich? Und Ja, dann darfst du eine Frage an gerne. mich stellen, ne? Und wir werden sehen, wie weit wir kommen, weil du nachher gleich wieder ein nächstes Projekt hast. Es gibt ja einen zweiten Teil. Also, warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, klipp und klar zu kommunizieren? Und was hat das für dich mit Wertschätzung zu tun? Es geht ja auch um Partner,
Privatfreunde, Partner, aber auch Kunden, ne? Kollegen, Mitarbeiter. Also was hat Kommunikation, klipp und klare Kommunikation mit Wertschätzung zu tun? Und warum ist das so? Also ich finde, es hat ganz viel damit zu tun und es wird vielleicht auch erst auf den zweiten Blick sichtbar, denn wir haben ja da draußen extreme Sendebereitschaft, die da ist. Jeder sendet, es gibt eine extrem hohe Content-Flut. Wir werden ja überrannt, ich glaube durch die Pandemie sogar noch mal mehr, als es vorher schon war. Und wir müssen natürlich auch ein Stück weit anfangen zu filtern, was ist für uns relevant, wie nehmen wir die Dinge auch wahr. Und was wollen wir letztlich wahrnehmen? Und umso wichtiger ist es einfach auch, deswegen seine Themen ganz klar auf den Punkt zu bringen und auch klar zu kommunizieren, damit ich mich eben auch von Menschen oder von anderen Experten mit absetzen und abheben kann. Und gleichzeitig ist es eben auch das, was ich meinem Gegenüber eigentlich ein Stück weit auch an Wertschätzung entgegenbringen kann, denn wenn ich klar formuliere, habe ich auch vielleicht eher die Chance, dass mein Gegenüber mich versteht und auch nicht missversteht. Sender-Empfänger-Thematik. Und damit natürlich auch das Ergebnis ein ganz anderes ist. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn man eben auch klar sich austauscht und klar im Gespräch ist, dass man vielleicht auch anders zuhören lernt. Und über Zuhören ich natürlich ganz andere Dinge wahrnehmen kann, als wenn ich Multitasking alles nebenbei noch mitmache. Schöner Punkt. Zuhören, aktiv zuhören und als Teil von Wertschätzung, ne? Dir selbst gegenüber, aber auch der auch als Kommunikationsmittel, ne? Das dem anderen gegenüber, ja. Also ich habe ja, wie siehst du das denn? Ich mache ja auch gerade, was Teamarbeit betrifft, Kommunikation, Konfliktthemen, erfolgreiche Teamarbeit, wie wir Gefühl stärken. Und da kommt es natürlich immer aufs Thema Kommunikation auch und Feedback und Wertschätzung. Aber wenn es dann mal notwendig ist, die Kommunikationsmodelle zu erklären, das Vier-Ohren- oder Vier-Seiten-Modell, ne? Also ich habe mir da schon mal erlaubt, in meinen Workshops ein fünftes Ohr an das Vier-Ohren-Modell mit einzufügen, und zwar unser Bauchgefühl, unsere Intuition, unser Bauchgefühl. Wir kommunizieren, wir können nicht kommunizieren. Die ganze nonverbale Kommunikation spielt ja eine ganz große Rolle. Und was macht das Bauchgefühl, unsere Intuition? Wie stark ist es aus deiner Sicht ein Mittel, wie wir kommunizieren mit anderen, ohne was zu sagen? Kommunizieren wir ja laut Nossen schon über 93. Kommunizieren immer. Mhm. Ja, das sowieso. Ja, also unsere Haltung, unser Gesicht, allein das transportiert ja Kommunikation. Deswegen, dessen sind sich ganz viele gar nicht bewusst. Aber ich kann natürlich eine offene Haltung haben. Ich kann aber auch eine Haltung haben, die sehr verschlossen ist. Und auch das spricht schon oder sagt ganz viel über die Person aus oder auch, wie die Person vielleicht von jemand anderem angesprochen werden möchte. Aber ich glaube, dass auch das Bauchgefühl wichtig ist oder ein wichtiger Bestandteil bei uns. Denn der Bauch liegt ja häufig schon auch ein bisschen richtig. Wenn wir Bauchkrummeln haben, wenn wir irgendwie im Gespräch sind und wir merken, da gibt es vielleicht einen Punkt, der uns irgendwie stört und der uns dann ein Stück weit länger beschäftigt, der wird einfach eben auch ein Bauchkrummeln hervorrufen. Und manchmal oder im ersten Moment ist ja so der Gedanke, ich schiebe es vielleicht einfach beiseite und ignoriere es. Aber was meistens ja eher der Fall ist, ist, das Bauchkrummeln wird ja stärker. Und spätestens dann sollte ich doch mal ein bisschen reflektieren und auch mal hören, warum ist denn der Bauch gerade laut und an welchen Punkten wird denn auch der Bauch laut und warum habe ich da kein gutes Gefühl bei. Und dann sollte ich einfach abwägen, was ist denn das für mich und was macht das mit mir? Weil wenn ich permanent ein Unwohlsein habe, dann führt das ja eher dazu, dass ich mich verkrampfe, dass ich nicht gut in Gespräche reingehe, dass ich ein latentes Unwohlsein habe, dass ich mich nicht fokussieren kann auf das, was ich eigentlich möchte. Und das sind ja Dinge, die nachher lauter Störungen weiter hervorrufen und eigentlich immer weiter die Dinge triggern. Also deswegen, ich finde so ein erstes Bauchgefühl, ja, mal abwarten, nochmal reflektieren. Ein zweites Bauchgefühl, wenn es immer noch da ist, tatsächlich ganz stark hinterfragen. Und beim dritten Bauchgefühl richtig handeln und auch eine Entscheidung treffen für sich, damit es aufhört. Und ansprechen sonst offen, ne? Also es ist auch ein Thema wieder mit klar kommunizieren. Genau. Gehen in das Gespräch. Ja. Entschuldigung, ne? Klar kommunizierst du ja auch nonverbal.
Über 90%, wenn man, es gibt ja diverseste Studien, ne, Untersuchungen, dass wir ausstrahlen, was wir denken, fühlen und so weiter, kommunizieren klipp und klar, eindeutig. Und wenn der Empfänger empfangs Klarer als ist, unsere Worte manchmal. ja, ich hatte in Workshops letztens mal recherchiert für einen Workshop, 7% der Glaubwürdigkeit einer Message, klipp und klar kommunizieren. Punkt einer Message, einer Botschaft sind 7% nur Worte, der Rest ist quasi nonverbal. Deswegen klipp und klar auch sich über seine Gefühle zu sein, über die Meinung, wie du gesagt hast, einen Standpunkt haben, das kommunizieren wir Augenkontakt halten, Lautstärke der Stimme, ne? Unabhängig von Klamotten und Raumkonstellationen und so weiter. Ja. Also siehst du auch Kommunikation klipp und klar über den Bauch, Bauchgefühl geht Schon. auch. Okay, ja, vielen Dank, sehr gut. Da sind wir d'accord. Bin Jetzt, ich jetzt dran mit der ja, Frage? jetzt Darf darfst ich du mir auch eine eine? Frage stellen. Ja, natürlich. Ja. Denn du bist ja nun auch jemand, der sich sehr stark mit Wertschätzung auseinandersetzt oder der stark sich mit dem Thema jedenfalls beschäftigt. Und wieso eigentlich und wieso ist Wertschätzung für dich eines der Dreh- und Angelpunkte? Zwei gute Fragen. Wertschätzung, das Wort Wertschatz, also meine Firma heißt mein Unternehmen Wertschatzakademie, das ist also ein Kunstbegriff, den ich kreiert habe, um zu kommunizieren. Werte, einmal Werte sind ein Schatz, Werte sind unser Schatz, also wie Leitplanken, frei nach Viktor Frankl, Leitplanken für den Sinn des Lebens, Werte als unser Schatz, aber auch natürlich auch mit inkludiert Wertschätzung. Und zwar Wertschätzung auf allen Ebenen, in allen Bereichen unseres Lebens. Wir sind viel im Unternehmen, im Job, einen Großteil des Tages. Das spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und was die Motivation, Zufriedenheit im Job betrifft, auch Leistung, Performance, Gesundheitszustand, mentale, körperliche Gesundheit der Mitarbeiter. Da ist das Thema Wertschätzung in den letzten Jahren massiv in Fokus gekommen. Es gibt diverseste Studien, dass das der Schlüssel ist zu erfolgreicher Arbeit und nicht Geld und nicht Position. Sinn kommt noch dazu. Das ist jetzt auch so seit ein paar Jahren der Purpose und so weiter, ne? Aber Wertschätzung in der Arbeitswelt spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Habe ich selbst, bin ja über 30 Jahren in internationalen Konzernen unterwegs. Für mich war Geld und Position und ein riesiges Büro, habe ich auch mal gehabt, eine Villa mit Balkon. Es ist Status, es spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um Wertschätzung, gesehen werden, deine Stärken, Facetten, Fähigkeiten einbringen können. Ja, als Motivation und aber auch fürs Unternehmen als Performance-Indikator das zu messen. Das ist die eine Schiene, aber genauso ist es wichtig, im Privaten sich Wertschätzung, sich Selbstwertschätzung zu geben. Heißt, Thema Selbstwert, ja. Aber wie viel ich mich selbst wertschätze, da fängt alles an. Es fängt alles an. Es fängt immer von mir an, wie ich kommuniziere, genau wie ich mich wertschätze, mich selber mir einen Wert beimesse. Wie viel Wert ist es mir eine Massage zu gönnen? Einfach mehr Zeit für mich zu nehmen und Kalender zu blocken für eine Stunde, Me-Time, einmal die Stunde. Ist das Ego? Nein, es ist kein Ego. Unsere Eltern haben das sicherlich gesagt, dass Ego-Zeit, kümmere dich nicht so um mich, um dich selber, ne? Stell dich nicht in den Mittelpunkt. Also diese ganzen Glaubenssätze, mit denen wir auch aufgewachsen sind, die Generation vorher noch stärker. Darum geht es überhaupt nicht. Egoistisch, Ego. Hat nichts damit zu tun, auf sich selbst aufzupassen, auch sich einzuschätzen, auf seine Gesundheit zu achten, Stopp zu sagen, Nein zu sagen. Jedes Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst. Ja, Massage zu gönnen, Freunde, ne? Aber auch in dich zu investieren, was deine eigene Entfaltung und Entwicklung betrifft. Wenn du Lust hast, nebenberuflich was zu machen, wie ich das angefangen habe, ne? Oder ein Hobby zu pflegen, ne? Dann mach das. Ich habe mir jetzt auch zum Geburtstag von ein paar Tagen ein Stand-Up-Paddling gekauft, habe ich seit 2,5 Jahren, sagte ich möchte das haben, ja, weil ich so ein Wassermensch bin. Und sagt, braucht man nicht, wir haben schon ein Boot und was weiß ich alles, Surfbrett. Und ich habe es mir aber jetzt gekauft, bin jetzt hingegangen, habe mir es gekauft, weil ich es mir wert bin. Ich möchte wirklich, und wenn das 5-mal im Sommer dieses Jahr passieren wird, ich möchte auf diesem Paddel stehen, meinen Feierabend genießen oder Wochenende,
weil es das für mich, ich habe das für mich echt nur für mich gemacht, ganz egoistisch, ja. Also das ist, aber auch Weiterbildung, Entfaltung, es ist so wichtig, wie wir uns nähren, ja, wie wir uns nähren, nicht nur die Nährstoffe, ob das jetzt Bio ist, regional, wie auch immer, kann jeder für sich entscheiden, aber wie wir uns nähern, welchen Input wir haben, Kultur, Kunst, welche Bücher, kaufen wir uns Bücher, was lassen wir über Social Media in uns rein, ja, wie nähern wir uns. So, das hat alles ganz viel mit eigener Wertschätzung zu tun. Und wenn ich mich selbst wertschätze, das ist, bin ich zutiefst davon überzeugt, ganz, kann ich ganz klipp und klar kommunizieren, hier und heute, liebe Nina, wenn ich mich selbst wertschätze, dann ist das die Basis dafür, dass ich auch andere und andere Dinge und Menschen wertschätzen kann. Nicht andersrum. Es geht auch nicht andersrum, dass ich abhänge von meinem Chef. Ne? Viele kommen ja zu mir, mein Chef hat gesagt, und der sieht mich nicht und der kriegt keine Wertschätzung im Job und deswegen wechsle ich meinen Job, bla bla. Ne? Es fängt genauso bei dir an. Das ist also deine Verantwortung, dich selbst wertzuschätzen, und das strahlst du auch wieder aus, das kommunizierst du ganz eindeutig, klipp und klar in deine Außenwelt, in deine Umwelt, dass du dir selbst auch, dass du selbst ein Schatz bist, ne? Mit allen Talenten, Fähigkeiten, Facetten, Stärken. Und man sollte sich immer genug sein. Also ich glaube, wenn man das Thema hat, dass man nur davon lebt, Aufmerksamkeit zu bekommen und Danke gesagt zu kriegen für das, was man tut, dann wird man sich aufreiben ein Leben lang, sondern man muss einfach bei sich sein und mit dem zufrieden sein, mit dem, was man tut, und auch sagen, das, was ich mache, das ist für mich sinnstiftend, das ist für mich völlig in Ordnung, ich fühle mich damit wohl, und ich glaube, das ist der weitaus größere Erfolg, weil das kann man sich jeden Tag sagen, und das ist sehr viel motivierender, als von einer anderen Person sich abhängig zu machen. Das, also selbst das Thema Selbstwert, ne? Letzten Endes Selbstliebe, Selbstvertrauen, sich Selbstbewusstsein, das steckt ja alles da drin, ja. Also es ist ein schönes, großes Thema Wertschätzung, und es gibt, durchzieht alle Bereiche unseres Lebens, ob das die Arbeitswelt ist oder auch unsere Privatwelt, ne? Genau. Man sollte sich selbst genug sein, sehr schön. Ich habe ja noch weitere Fragen an dich. Ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du anbietest, mit Kommunikation das Gesicht der eigenen Marke sichtbar zu machen, oder auch des Unternehmens, ne, mit dem Ziel, wertstiftende und werthaltige Beziehungen aufzubauen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, ja, dass ich das genau exakt klipp und klar kommuniziere. Also wie machst du das genau mit deinen Kunden, und wie kann es gelingen, was sind die Key Points und die Do's und Don'ts, damit Beziehungen wirklich auch, ob das jetzt im Job ist, aber auch natürlich auch mit deinen Freunden. Aber wir haben es jetzt mal auf kundenbezogene Unternehmen, auf deine Marke als Selbstständiger oder als Unternehmen. Also damit Beziehungen wirklich wertvoll und wertstiftend sind. Do's und Don'ts. Und wie machst du das konkret, liebe Nina? Ich würde das gar nicht so auf Do's und Don'ts sagen, sondern das, was ich tatsächlich mache, ist, dass man erstmal auch mal gemeinsam definieren muss, was ist denn wertstiftend und werthaltig für einen. Auch da gibt es ja schon massiv Unterschiede, ja, in der eigenen Wahrnehmung, weil die unterscheidet sich ja schon. Selbst wenn ich mit meinem Partner spreche, kann die anders sein, mit Freunden nochmal anders. Und das ist ja auch wieder was nachher Perspektivenvielfalt bringt, aber eben auch natürlich schaut mit, wo stehe ich denn und wie definiere ich das für mich ein Stück weit. Auch das sind Werte, ne? Welche Werte, auch wenn du den gleichen Begriff sagst, ja. Jeder steht Werte ja auch für andere Werte, ne? Also deswegen, das ist schon ganz entscheidend, und es muss eben auch klar sein, für was möchte ich persönlich denn eben auch stehen und wahrgenommen werden. Weil wenn man die grundsätzlichen Sachen eben nicht klärt, dann kann halt jemand anderes auch die Schublade aufmachen und sagen, ach, den stecken wir mal da rein, aber möchte ich das überhaupt oder passt mir das eigentlich wirklich? Aber schwierig, eine der schwierigsten Fragen aus meiner Erfahrung. Ja, definitiv. Kunden, erwachsene Menschen. Nicht so aber echt. Dazu gehört es eben dann auch, weil wenn ich das geklärt habe, kann ich eben auch erst richtig Botschaften aufbauen. Ich kann eben dann erst wissen, okay, in welche Richtung möchte ich eigentlich auch in der Kommunikation mich entwickeln. Und dann haben wir natürlich alle das Thema mit, ich kann darüber auch erst richtig mit meine Zielgruppe definieren und finden. Ja. Ja. Du weißt ja auch, es ist immer so dieses Thema mit Wurm, Fisch, Angler. Viele meinen ja immer, das, was ich möchte, das muss auch da draußen jedem schmecken. Nein, ist es eben nicht,
Sondern da gibt es ja ganz eine ganz große Kluft da draußen, auch in der eigenen Wahrnehmung. Und deswegen muss einfach eine Kommunikation auch ganz anders aufgebaut sein oder sollte eben anders aufgebaut sein. Und man muss eben auch genau das finden und leben, weil ich kann nicht darüber schreiben und sprechen und sagen, ich stehe dafür und lebe es aber nicht, weil selbst dann klafft die große Lücke auseinander mit den Mitarbeitern. Wenn die Mitarbeiter das gar nicht wahrnehmen und dann plötzlich was lesen und sagen, der ist aber im Alltag gar nicht so, dann passt das Bild eben auch nicht und das Bild fängt wieder an zu bröckeln. Also deswegen, es sind wirklich Themen, mit denen man sich auseinander oder beschäftigen sollte intensiv, um dann eben auch zu wissen, was möchte ich. Und dann ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen nicht einmal die Selbstpromotion da draußen, also sprich, ich positioniere nur mich und sage, wie gut ich bin, sondern es geht eben ganz klar um Wissenstransfer, den ich ermögliche da draußen, gemeinsames Lernen und auch der Austausch, dass der eben gewollt ist. Und das bedeutet eben auch, wenn mir jemand antwortet oder wenn jemand mir was schreibt, dann antworte und reagiere ich eben darauf und ignoriere es nicht. Und nimm dir die Zeit, so als ob derjenige, diejenige gegenüberstehen würde, so face to face, guckt in die Augen, nimm dir die Zeit, Achtsamkeit und Wertschätzung, ja. Also das haben wir ganz massiv in unserem Wollprojekt auch leben dürfen. Zum Glück. Also das Working Out Loud, das ist ja genau diese wertschätzende Kommunikation, trage bei zu einem großen Ganzen, zu einem höheren Sinn, unterstütze andere dabei, ihre Ziele zu erreichen, ne? Durch Kollaboration, durch Wertschätzung und durch Beitragen und durch Antworten, wenn man einen Post bekommt oder wenn ein Kommentar, ein Like, wenn jemand eine Frage hat, das hat super funktioniert. Also das hat mir gut gefallen. Auch das Thema New Work ist ja auch ganz stark mit dem Thema Wertschätzung auch, ne? Wertschätzen, kommunizieren, miteinander arbeiten, bringe ich in Verbindung, ja? Es ist ja auch ein Part, den du letztlich mit hast, weil daraus ergibt sich ja eben auch das große Thema, du sagst ja auch, Feedback ist wertschätzend. Genau. Warum ist denn für dich eigentlich Feedback wertschätzend? Auch eine gute Frage, Nina. Um das mal ganz klipp und klar zu kommunizieren, für mich ist Feedback ein ganz großes Geschenk. Ein ganz großes Geschenk ist ein Angebot, dass jemand anderes, ob das jetzt mein Chef ist, mein Partner, Freunde, Eltern, whatever, ja, dass jemand sich die Zeit nimmt, mir die Chance zu geben, mich selbst zu reflektieren. Wie wirke ich nach außen? Was kommt überhaupt an beim Gegenüber? Ja? Wo sieht jemand anders Stärken, Fähigkeiten? Was hätten die ich noch, wo ich meine blinden Flecken habe, die ich noch gar nicht freigelegt habe? Ja? Also ich suche mir auch immer Mentoren, die mich begleiten, weil an den eigenen blinden Flecken kommt man nicht ran und hol mir Feedback. Ja? Also es ist ein ganz großes, riesiges Geschenk, das uns jemand machen kann, uns zu reflektieren, wo unsere Stärken sind, wo konstruktiv vielleicht dann auch mal ein konstruktives Feedback mit reinkommt, konstruktive Kritik. Ja, Kritik ist so negativ belastet, finde ich gar nicht. Konstruktive Kritik ist was sehr, sehr Positives, Stimulierendes, Aktivierendes für mich. Ja. Die Entscheidung habe ich ja trotzdem selber. Bitte? Wenn es richtig gemacht ist. Ne? Wenn es richtig gemacht wird. Viele wissen ja gar nicht, wie konstruktive Kritik funktioniert. Ja. Und es ist auch schon viel verbrannt, ne? Auch in Unternehmen mit Bewertungsgesprächen und so weiter, ja. Aber das ist konstruktive Kritik mit einfließen, damit ich eine Chance habe, meinen blinden Fleck zu sehen, zum Beispiel, ne? Und mich dann weiterentwickeln kann, ja. Und eine neue Facette freilegen kann. Also das ist für mich eine ganz große Chance und ein ganz tolles Mittel, Wertschätzung zu leben, ja. Ob das jetzt, also gerade im Unternehmenswelt. Ich habe letztens einen Blogartikel geschrieben, weil mich ein Post von dem Spiegel-Autor inspiriert hat, der eine böse E-Mail geschrieben hat, zack, und war er weg. Ich, ohne ein Abschlussgespräch, und das war für mich der Aufhänger, ohne ein Feedback, ein Abschlussgespräch, am Ende ein mehrere Jahre Zusammenarbeit. Ja. Für mich ist auch selbst sowieso mehrmals im Jahr wichtig, Feedback zu geben, auch mal so Tür und Angel, klar, aber dann auch mal eine Stunde Zeit zu nehmen,
und sich auszutauschen, wo sehe ich deine Stärken, was kann besser laufen, so. Aber in beide Richtungen, auch bottom-up, also nicht nur einseitig von oben nach unten. Das ist für mich auch Wertschätzung, dass auch der Mitarbeiter jetzt, wenn wir auf den Unternehmenskontext gehen, Gelegenheit hat, auch die Führungskraft mit zu beurteilen, wenn Auch man das das Thema Augenhöhe, ne? Also wenn man halt auf Augenhöhe. Augenhöhe sagt, man möchte sich begegnen, muss man halt auch Dinge aushalten können. Natürlich, Das ja. gehört ja auch dazu, dass wir das eben im Netz draußen haben, ne? Man Ja. muss eben auch, wenn man eine Meinung hat, sollte man seine Meinung eben auch kundtun, aber da muss man sie halt auch aushalten können, dass es gegen Erstmal auch mal musst du, geben kann. ja genau, entschuldige, sehr, sehr guter Punkt. Erstmal musst du eine Meinung haben. Und zweitens dann auch Feedback-Regeln mal anwenden. Feedback ist immer erbeten, nie erzwungen. Also darf ich dir mal kurz Feedback geben oder ich möchte gerne einen Termin vereinbaren, ich würde gerne mal mit Ihnen mich zusammensetzen, ja, also das Erbeten zum Beispiel. Aber auch dann die in beide Richtungen, bei einem Bewertungsgespräch, zum Beispiel ein Jahres- und Zielvereinbarungsgespräch, ne, ein Feedback geben zu dürfen, das ist für mich Wertschätzung. Das ist für mich ist nicht nur Wertschätzung, das ist einfach eine Regel Nummer eins. Ja? Also das zum Thema Wertschätzung, warum das so wichtig ist. Und ich sag mal, Feedback am Ende einer Beziehung, einer Partnerschaft, eines Arbeitsverhältnisses ist für mich ebenfalls sehr, sehr, nicht nur Wertschätzung, sondern sehr, sehr wertvoll und sinnvoll auch für beide Seiten. Erstmal sieht man sich immer zweimal im Leben. Zweitens lernen beide zumindest aber deutlich mehr auch das Unternehmen, das verlassen wird. Was funktioniert nicht? Was ist die Motivation überhaupt dahinter? Wie kann ich jemanden motivieren, doch zu bleiben? Wie können wir in Kontakt bleiben? Bei Kunden wirkt das ja auch, funktioniert das ja auch, Kundenbeziehung, ne? Wie können wir weiter zusammenarbeiten, auch wenn wir jetzt diesen Auftrag nicht gemeinsam bewältigen werden? Also immer sich Feedback einzuholen. Was sind die Gründe, um den anderen auch zu verstehen? Im Alltag geht halt Kommunikation sehr oft unter und Social Media noch mehr, ja. Also wirklich mehr zu verstehen, das als Geschenk anzunehmen und als konstruktives Mittel, sich zu verbessern auch, ja. Und wenn nicht, hast du am Ende immer noch die Entscheidung, das für dich anders zu machen, aber zumindest hast du eine Reflexion dabei Absolut. von außen. Also ich hole mir das immer ganz, ganz, ganz aktiv ein. Und ich hatte aber auch schon Chefs, kam nicht gut an. Kam nicht gut an. Also einen einzigen hatte ich, einen einzigen. Das kam nicht gut an, dass ich gefragt habe, um einen Termin gebeten habe, dann nach Ende der Probezeit, er sagt, oder vor Ende der Probezeit wollte ich, lassen Sie uns doch mal zusammensetzen. Ne? Daraus habe ich auch gelernt und umso mehr kann ich da drüber schreiben oder erzählen aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Ne? Es ist für mich ein riesiger Hebel, Feedback zu geben auch und damit Wertschätzung zu üben, schon diese Zeit, die man sich nimmt. Ne? So, also das ist auch ein großes Thema, Feedback. Können wir auch mal später nochmal drüber sprechen, aber ich habe ja noch eine dritte Frage an dich. Ich habe auch auf deiner Webseite gesehen, du engagierst dich seit einiger Zeit als Co-Founderin, Geschäftsführung der Digital School Story AG, ne? Mit dem wunderbaren Ziel, Schüler wieder mehr Spaß am Lernen auch zu vermitteln und zu ermöglichen. Aber was ich total wertvoll fand, dein Satz und so wertvolle Zukunftskompetenzen aufzubauen. Für mich ein riesiger Schlüssel auch, in den Schulen wirklich anzufangen, zeitig anzufangen, auch Kompetenzen zu schaffen, damit der Übergang zum Studium oder in das Unternehmen passt. Und wie kam es bei dir dazu und wo nimmst du die Motivation her, gerade in heutigen Zeiten, Thema Schule, Digitalisierung Schule? Und macht ihr da auch Wertearbeit? Große und Mehrere viele Fragen. Themen tatsächlich, denn ja, also rein gestolpert sind wir ein Stück weit allesamt als Team bei dem Hackathon Wir für Schule letztes Jahr Na, okay. und hatten mitgemacht, einfach weil wir gesagt haben, okay, wir haben alle ein bisschen Thema mit dem Thema Bildung und wollen uns engagieren. Und mein Punkt war, wenn ich immer meckere,
dann muss ich auch was tun, wenn sich die Chance Yes. bietet. Ja. Und die bot sich mir da. Und dann habe ich mich angemeldet gehabt als Coach und bin dann tatsächlich in dieses Projekt reingestolpert. Und wir haben das quasi damals genannt Storytelling von und mit Content-Creatern lernen. Das war eigentlich so die Ausgangsbasis. Okay. Und dann, wie dann rauskam, okay, wir sind auch noch eines der Gewinnerprojekte, dann war natürlich irgendwie klar, okay, es bleibt nicht nur bei reinen 4 Tagen, die man da investiert hat, sondern jetzt hat man irgendwie ein bisschen was an die Hand gekriegt. Und jetzt ist die Frage, ist es eine Spinnerei, die man da irgendwie entwickelt hat, oder ist es was, was auch funktionieren kann tatsächlich? Und dann haben wir, oder habe ich das mit jemandem zusammen relativ zügig in ein Konzept umgearbeitet, wie man es in der Schule umsetzen kann. Und dann haben wir schon Mitte September mit mehreren Lehrern gesprochen, die auf uns auch zukamen, davon gehört haben und gesagt haben, sie würden es gerne ausprobieren. Wir hatten dann einen ersten Piloten in der 6. in Brandenburg und noch 2 Zehnte in NRW, mit denen wir da gestartet sind. Also Deutschland, nicht nur Hessen, sondern also wirklich Deutschland, nee, genau, deutschlandweit. Okay. Es läuft auch deutschlandweit. Wir sind auch jetzt im Sommer in 7 Bundesländern dann schon gewesen aktiv. Okay. Also von daher, wir machen viele und das große Ziel ist ja auch, dass wir bundesweit an alle Schulen irgendwann kommen. Und da wirken von 5. bis 13. Es gibt aber auch darüber hinaus schon erste Pilotcases, die jetzt im Sommer starten werden in Sachen Berufsschule. Und gleichzeitig die Ideen, auch das Ganze an die Uni mitzubringen und in der Uni auch zu machen. Damit haben wir einen komplett ganzheitlichen Ansatz und holen natürlich nicht nur ganz Junge ab in der Schule, sondern eben auch mit einer ältere Zielgruppe, die natürlich auch sehr stark interessant ist für Unternehmen. Ja, und sehr gut. Dafür brauchen wir das natürlich auch so ein Stück weit mit. Junge Menschen sind eigentlich rein Konsumenten draußen auf Social Media und das, was wir eben machen wollen, ist, wir wollen sie eben davon wegbringen und zu Gestaltern transformieren ein Stück. Aber dafür braucht man einfach andere Kompetenzen als die, die man heute auch lernt in der Schule. Ja. Und wir doggen aber an das bestehende System an. Also sprich, wir nehmen uns auch nicht heraus zu sagen, wir wollen die Schule komplett verändern. Wir wirken in einem ganz kleinen Bereich. Man kann uns fächerübergreifend einsetzen von 5 bis 13. Und es geht ganz spezifisch darum, Inhalte, die in der Schule sind, in ja, die Kompetenz des Storytellings anzuwenden und gleichzeitig Medienkompetenz. Und darüber natürlich eben zu sagen, so, ich kriege alles mit, was ich gleichzeitig brauche, um erfolgreich nachher zu sein da draußen. Ich arbeite auch, in einem kleinen Team. Ich arbeite in einem kleinen Team, sprich, der Lehrer kriegt eine andere Rolle auch ein Stück weit. Man entwickelt eine eigene Story im Team zu dem Thema, was man hat, beispielsweise Geschichte und Mittelalter, schreibt da seinen roten Faden, hat quasi daran eingebettet auch agile Methodenkompetenzen, die ich da schon anfange zu lernen. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja. Und gleichzeitig mache ich danach eben auch, skripte ich mein Video ein Stück weit, lerne das, wie mache ich das eigentlich, nehme ein Video auf, habe am Ende nach 2 Überarbeitungen auch noch die Möglichkeit über eine Q&A-Session mit dem Paten der Klasse, nämlich mit einem Content Creator, die bei uns ehrenamtlich auch mit an Bord sind, die Story zu besprechen, Fragen zu beantworten, um quasi direkt danach Feedback. Das Video nochmal zu überarbeiten und danach auch das Video zu präsentieren vor den Klassenkameraden. Und dann gibt es eben auch eine Note und es gibt aber auch Feedback des Creators nochmal mit dazu, wie das war. Und das Wichtige dabei ist aber, wir machen uns natürlich ein Stück weit was zunutze, nämlich die Kompetenz, die Creator haben. Und das können sie nun mal ganz ausgezeichnet, nämlich Storytelling. Ja. Und gleichzeitig die Methode, nämlich von TikTok, weil in TikTok einminütige Videos laufen. Also sprich, 1 Minute ist auch der Punkt, wo junge Menschen zuhören, bevor sie abspringen und nicht mehr zuhören. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns quasi Kompetenzen zunutze machen, um damit bessere Ergebnisse erzielen zu können.
Das heißt aber nicht, dass wir irgendwas auf TikTok veröffentlichen, sondern es ist ein reiner Experimentierraum in der Schule. Alles bleibt in der Schule, alles läuft Geschützter Raum, datenschutzkonform. wollte ich gerade fragen, ne? Okay, erstmal eine Genau, also alles Übungsplattform. ist quasi da. Es wird nichts veröffentlicht, es ist alles intern, es ist alles klassenbezogen, es geht nichts nach außen. Und das ist uns auch ganz wichtig. Und so wirken wir quasi jetzt schon in verschiedensten Pilotprojekten. Und ja, ich sag mal, die Motivation kommt daher, dass man natürlich sieht, wie wirkt es, wie wird es angenommen, weil wir ganz stark Feedback kriegen von Lehrern, Feedback kriegen von Schülern, die mitgemacht haben, um das bestmöglich weiterzuentwickeln an dem, was wir als Feedback eben bekommen, also sprich ganz nah dran an der Zielgruppe. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, ich habe einen ja, 4-jährigen Sohn auch, der irgendwann auch in die Schule kommt, wo ich natürlich auch sage, ich würde mir wünschen, dass mein Kind einfach Kompetenzen lernt, auch in der Schule, die im Alltag nachher einsetzbar sind und die man im Alltag auch braucht. Und dazu zählt eben auch, empathisch zu sein, empathisch mit anderen Menschen umzugehen. Wie kann ich Menschen abholen, die vielleicht nicht vor eine Kamera wollen, um einfach zu gucken, wie kann man auch ein Team bestmöglich die Stärken einsetzen. Jeder hat eben Eigenschaften, die gut sind. Und das ist das, worauf wir so ein Stück weit mit abziehen. Und ich sage, ich kann dir nur sagen, dass wenn man tatsächlich in der Schule drin ist und auch ja, manche Schulklassen erlebt, wir sind auch in Schulklassen schon gewesen, dass die Hälfte der Schüler straffällig und sind nicht gut in der Lage, sich zu konzentrieren auf den Unterricht selbst, wenn man da aber dann mitbekommt, mit ja, Standing Ovations und Klatschen und keiner verlässt den Raum, sondern ist total gebannt und hört zu, dann sind das Momente, die einen nicht mehr hinterfragen lassen, ist das Projekt sinnvoll und wertvoll. Und die Zeit, die ich, die Freizeit, die ich einsetze, ne? Also machst du ja wunderbar, hört sich cool an. Es ist ein durchgängiges Konzept. Ihr habt agile Methoden, also passt auch wirklich individuell an und justiert. Die Kompetenzen werden geschult, also wirklich praktisch erlebbar gemacht. Und du hast das Thema jetzt Wertearbeit, war ja auch ein Teil der Frage, ne? Wertearbeit mit rein, also das ist ja Wertearbeit, ne? Werte, wie sagst du, Empathie, ne? Auch Zugehörigkeit, ja? Liebe, Offenheit, Achtsamkeit, sowas zum Beispiel, ne? In Bezug auch auf die Mitschüler, die man jetzt mal ganz anderen Perspektive sieht mit Stärken. Und die Stärken kommen hoch und Schwächen ja auch vielleicht, ne? Balanciert sich. Also Wertearbeit. Aber ich lerne halt ganz stark auch Begeisterung, ne? Also ich finde, das Begeisterung so, als dass nächsten, man sagen könnte bei uns eigentlich, wir wären so ein Schulfach Begeisterung, weil man das nicht lernen kann. Und über dieses Thema Begeisterung, damit kann ich ja ganz stark festmachen, wofür brenne ich eigentlich. Was natürlich begeistert mich, macht mir Spaß, stark, wo ich mich in Sprache einbringen kann. Das heißt, ich kann darüber auch feststellen, dieses Gefühl kann ich lernen. Ja, wenn sehr ich gut. Dieses Gefühl etabliere und feststelle, bei den Themen habe ich das Gefühl wieder, verlierst, kann ich auch für mich leichter entscheiden, wohin will ich mich später entwickeln, was macht mir wirklich Spaß, wie will ich arbeiten und wo will ich arbeiten und was will ich werden. Genau. Das sind ja ganz viele Fragen, die nachher unbeantwortet sind, wenn ich in der Schule noch bin und eigentlich natürlich danach auf dem Weg in den Job, soll ich studieren, soll ich eine Ausbildung machen. Ja. Viele wissen es gar nicht, aber vielleicht ist das eine Ausprobieren, eine ne? Dürfen zu lernen. Geschützter Raum, ja, eine Fehlerkultur auch, also auch mal Fehler machen, ausprobieren dürfen. Es bleibt im Klassenzimmer sozusagen. Ne? Wir haben Vertrauensverhältnis, auch das Thema Vertrauen auf und sich damit auch Selbstvertrauen aufbauen, sich selbstbewusst werden. Was macht mir Spaß? Ah, kann ich? Ich kann wirklich Videos zum Beispiel, ne? Oder meine Stimme hört sich so komisch an, aber die anderen finden es toll. Jetzt finde ich mich auch toll. Also im Wachstum über in sich hinauszuwachsen, sich auszuprobieren, aber auch Fehler machen zu dürfen. Das ist ja auch eine ganz große, ganz großer Vorteil, ein ganz großer Wert, diese Fehlerkultur zu etablieren und ausprobieren zu dürfen. Und so bekommt man Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, um dann auch eine Richtung zu haben, ne? Und dann hat sofort die Fähigkeit mit dem Petto. Super, ich bin begeistert. Also wir werden garantiert nochmal mit Sozialhelden und so weiter darüber sprechen, weil das muss in die Welt. Und wenn ihr so schon so groß wächst und durchgängig wirklich von der 5. Klasse bis zur Uni geht, also eine große, wichtige Zielgruppe mit und die zukünftigen. Ja, und im Moment muss man ja auch mal sagen, eigentlich alles im Ehrenamt stemmen. Also sprich, wir brauchen ja jetzt langsam auch solide Füße, auf die wir das Ganze stellen können, um eben weiter wachsen zu können. Also
Ja, wir stehen, haben viele, viele Baustellen natürlich. Wir haben aber auch viele tolle Momente. Aber ja, das wird nicht langweilig auch bei uns. Das muss man einfach ganz klar sagen. So ein typisches Start-up, ne? Vielleicht gibt es ein Ja. schönes Crowdfunding, können wir eine Crowdfunding-Kampagne mal machen. Ja, das ist auch Von ein großes Thema, weil du hast ja eben auch gesagt, UG, wir wandeln gerade in die GUG, um tatsächlich gemeinnützig auch zu werden. Also sprich, okay, sehr wir gut. hoffen, dass wir Ende Juli das abgeschlossen haben und das dann auch haben. Und dann ist tatsächlich eine Überlegung auch, vielleicht steigen wir in Richtung Crowdfunding ein mit. Ja, also richtig schnelle Schritte, alles im Ehrenamt. Ich mache ja auch viel ehrenamtlich, alles im Ehrenamt. Hut ab, liebe Nina. Ich freue mich so, dass wir heute darüber sprechen durften. War mir gar nicht bekannt, aber wenn man recherchiert und achtsam ist und den Menschen Wertschätzung gibt, dann kann man so vieles erfahren, was die Stärken und so weiter, ne? Genau, gut. Hast du noch eine Frage an mich bevor, oder du musst jetzt, glaube ich, raus, ne? Ich glaube, wir müssen gleich Schluss machen. Aber wenn du mir erlaubst, würde ich gerne noch einen letzten Punkt nämlich bringen. Nämlich, du hast ja gesagt, welchen Tipp gibt es für die Zuhörer? Tip to go, genau. Bitte noch ein Tip Genau, to go. und vielleicht darf ich den noch ganz kurz Sehr loswerden. gerne. Ja, sehr Und gerne. ich würde nämlich gerne jedem raten, dass er doch bei sich bleiben sollte, bitte nach Möglichkeit und auch nicht anderen nach dem Mund reden, denn Haltung zeigen und Haltung zu haben und auch dafür einzutreten, das sind die Sachen, die wir einfach viel, viel stärker brauchen. Und das gehört auch einfach zu einer wertschätzenden und auch einer wertvollen Kommunikation, die wir eigentlich draußen auch im Netz wollen. Denn letztlich sind jeder Einzelne kann eben dazu beitragen, dass das Netz so wird, wie man es eben auch erleben möchte oder haben möchte. Good point. Und da gehört aber auch dazu, dass es unterschiedliche Haltungen gibt, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass man die eben auch zulässt, dass man die ein Stück weit aushält. Denn darüber lässt sich nachher lernen und gemeinsam wachsen. Und das muss doch in unserem aller Interesse sein. Was für ein Tipp to go, liebe Nina. Vom Kommunikationsprofi klipp und klar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du gehst jetzt in dein nächstes Projekt, Sozialhelden. Haben wir kurz vorher drüber gesprochen. Genau, ich Werden wir gehe jetzt nächsten Mal Termin machen? nachher 10 Uhr das geht's nächste weiter. Thema. Genau. Viel, vielen, vielen Dank. Umso wertvoller war diese Dreiviertelstunde, die wir verbringen durften. Ich habe so viele neue Fragen und Ideen und Anknüpfungspunkte bei dir und auch hoffentlich wertvollen Content für unsere Zuschauer und Zuhörer, um das Netz und Kommunikation im Netz vielleicht etwas wertschätzender zu machen, wertvoller, sinnvoller. Und hoffentlich war es eine Inspiration. Ich denke, es waren einige wirklich gute Punkte dabei für alle Zuhörer und Zuschauer. Das Vielen hoffe ich. Dank, liebe Nina. Bitte weiter so. Viel, viel Erfolg und Respekt, große Hochachtung und Wertschätzung von meiner Seite. Ehrenamtlich eine von vielen Aufgaben. Alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Ganz Mal lieben und Dank. viel Erfolg Danke. mit digital Schulprojekt, ne? Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.